Hallöchen, meine lieben Zuschauer, heute mit sehr interessanten Partien. Zwei Heimspiele gegen den FC Barcelona im Hinspiel des Halbfinals der Champions League bereits. Wir können heute einen Riesenschritt machen Richtung Finale. Und ja, wir müssen auf jeden Fall eine absolute Topleistung abliefern. Das Gute ist, wir haben eine sehr moralstarke Mannschaft zurzeit, sieht man hier ganz gut. Viele Spieler, die perfekt in Form, eine perfekte Moral haben, und das wollen wir natürlich ausnutzen. So, ich denke mal, an der Startaufstellung werde ich nicht allzu viel ändern. Ashraf Hakimi kriegt eine Pause, weil der kann eventuell noch zur Pause rein. So, Demiral Fionguene. Machen wir jetzt mal so. Felix spielt doch von Anfang an. Ich glaube, ich wollte erstmal ein bisschen was anderes machen, aber habe mich dann spontan dagegen entschieden. Guerrero spielt für Nico Schulz natürlich, Hakimi kommt dann für Nico rein, und ich denke mal, so können wir beginnen. Und lasst uns Barcelona mit einer Niederlage und am besten noch ohne Auswärtsgegentor zurück nach Spanien schicken. Das wäre natürlich die beste Ausgangslage, die wir haben können. Denn im Camp Nou, auch mit einer sehr guten Form, ist es immer schwer, und deswegen müssen wir natürlich heute vorlegen. Bei unserer aktuellen Verfassung ist es aber natürlich möglich, dass wir es schaffen. Also mal gucken, ob es am Ende dann auch wirklich klappen wird. Aber erst einmal Tonali raus auf Guerrero, der hat ein bisschen Platz. Setzt sich schön durch und holt direkt eine Ecke raus. Antoine Griezmann mit dem Konter, konnte aber schön gestoppt werden von Miri Demiral. Passt Lack sehr gut, und jetzt direkt Leroy Sané. Läuft nach vorne, wird nicht angegriffen, shit Erling Haaland, und der aus spitzem Winkel, was nicht sehr einfach war, von der Position aus setzt den Ball daneben. Correa. Charles Lenglet, der französische Innenverteidiger mit der Kopfballchance. Und Audero blitzschnell raus auf Sancho. Sieht, dass er viel Platz hat. Der setzt sich durch, auch im zweiten. Und Sané mit dem Abstauber macht ihn rein. Super Aktion von Jadon Sancho. Vor allen Dingen auch von Audero, der gesehen hat, dass der Engländer viel Platz hat. Jadon heute mit einem sehr guten Dribbling. Und dann die verdiente 1-0-Führung, das kann man schon sagen, nach 11 Minuten, weil wir schon die zweite Chance, glaube ich, hatten. Und jetzt direkt weiter, Leroy Sané. Wir sind sehr aktiv, so muss das sein. Anders hätten wir keine Chance. Oh, Sané wird gefoult, aber man sieht hier ganz klar, wo der Barca-Spieler steht. Wobei, Leroy ist im Strafraum, also eventuell könnte das Elfmeter werden. Das interessiert mich jetzt mal. Das wäre natürlich geil, wenn wir den auch noch reinmachen könnten. Kommt, Leute. Und Freistoß, gut. War sehr knapp, habe auch nicht unbedingt damit gerechnet, aber man weiß ja nie. Jordi Alba kriegt dafür noch die gelbe Karte. Guimarães drüber. Demiral, sehr gut. Und Guerrero versucht, Haaland zu schicken. Aber der Abwehrspieler ist zur Stelle. Fabian. Jordi Alba. Sané. Sehr gut. Bislang eine Sahneleistung von ihm. Und, okay, der Abschluss war wirklich nicht gut. Busquets. De Jong, auch ein klasse Spieler. Correa. Raus auf Sergio Roberto. Zagadou hatte ihn. Fabian. Wieder Frenkie de Jong. Findet Leroy Sané. Sehr gut, sehr gut. Herausragend, was wir bislang hier machen. Gefällt mir sehr gut. Zagadou raus auf Jadon Sancho, und der wieder
mit einer guten Leistung in diesem Dribbling. Hat's nicht schlecht gemacht. Der ist heute on point. Fabian, raus auf Jordi Alba. Da hat Paslak ein bisschen geschlafen. Wieder Fabian. Jordi Alba setzt den Ball daneben. Sehr gut. 10 zu 6 Schüsse. Man sieht auch, die Katalanen sind natürlich sehr aktiv da vorne in der Offensive. Allerdings ohne Messi. Eventuell ist er nicht mehr dabei. Oder wohl hat gewechselt, ist gewechselt oder auch verletzt. Who knows? Guerrero. Raus auf Leroy Sané. Das war die Chance zum 2 zu 0. Und Holland setzt den Ball drüber mit dem Kopf. Aber das Gute ist, wir sind auch sehr aktiv vorne. Guerrero jetzt mit einer Chance nach einem Freistoß. Gut geschossen. Ter Stegen hat ihn aber. Und ich denke mal, zur Pause kommt vielleicht Hakimi rein. Oder ich warte noch 10 Minuten, damit er nicht komplette 45 Minuten spielen muss. Ging ja sehr gut. Da hatte ich kurz Angst, dass Griezmann ihm den Ball stibitzt aus dem Rückraum, aber hat er zum Glück nicht geschafft. Nadi raus auf Felix Paslak. Flanke auf Jadon Sancho. Oh, je, je, das wäre was gewesen. Jetzt noch mit dem 2-0 in die Pause gehen. Das wäre geil, hörend, aber abseits, glaube ich, für Leroy. Also von Leroy Sané. Sehr schöne erste Halbzeit. Macht genauso weiter. Defensiv auch recht stabil stehen, so wie es lang. Dann könnte es hier was werden. 15 Schüsse nach einer einzigen Halbzeit gegen Barcelona muss man auch erstmal schaffen. Ne? Mal gucken, wie die Fitness heute ausreichen wird. Und ich sehe, Messi ist nicht mal auf der Bank, also wer weiß, was mit ihm passiert ist. Das ist schrecklich an, aber es ist so nicht gemeint. So, jetzt kommt Ashraf für Felix, weil ich noch seine Weltklasse-Qualitäten hinten rechts gerne hätte. Auch offensiv. Fabian Audio hat ihn. Das war gefährlich. Aus solchen Gelegenheiten passieren gerne mal Tore. Aua, in die Füße von Roberto. Aber Sancho ist gedankenschnell. Läuft nach vorne, setzt sich durch und... der hat heute ein Tor verdient. Holland. Meine Güte. Eine Menge Chancen heute. So, und gleich kommt Almada für Aua, der ist ja auch sehr gut in Form, auch was die Moral angeht. Yeah. Pfosten. Thiago, wo ist er da? Thiago Almada für Hussein Aouar. Jordi Alba. Auch Busquets, ja, der gefährlich. Also wir müssen aufpassen bei Standardsituationen. Nicht, dass wir da am Ende noch einen reingedrückt bekommen. Zagadou auf Sancho, der Abwehrspieler schläft in die Mitte, der Stegen hat ihn. 17 Minuten noch. Natürlich dürfen wir die Offensive nicht vernachlässigen, aber besonders jetzt ist wichtig, konzentriert zu arbeiten hinten, um jetzt nicht noch irgendwie einen Gegentreffer zu kassieren, weil das würde die Ausgangslage natürlich deutlich verschlechtern. 1-1 ist kein 1-0. Sergio Roberto, Sancho, super. Jaden läuft nach vorne und macht ihn rein. Er macht ihn rein. Ist das nicht geil? Boah, geiler Jaden heute. Sehr, sehr geil von ihm. Gefällt mir. Das verdient Lob. So, und jetzt würde ich gerne Camavinga reintun für Bruno Guimarães. Etwas weiter zurückgezogen. Boah, wenn es beim 2-0 bleiben würde, das wäre so eine geile Ausgangslage fürs Rückspiel. Bei unseren Offensivqualitäten. Bei Barca spielt jetzt noch zu 10. Das sieht doch ganz gut aus. Die Miral Sahne. Vielleicht eine Ausnutzung und 3-0 schießen. Das wäre natürlich ideal. Guerrero mit viel Platz. Kein allzu guter Abschluss. Amala treibt den Ball leider ins Aus. Hakimi, Thiago, Ashraf, Erling. Noch mit einer Gelegenheit. 4 Minuten noch und die nächste Gelegenheit für uns. Von den Katalanen kommt nichts mehr. Verständlicherweise mit einem Mann weniger ist das natürlich nicht so einfach gegen uns. Hakimi! Wow, das war schön.
Und Demiral, unser Innenverteidiger, nochmal mit einem Kopfball. Man of the Match. Auf jeden Fall Jadon Sancho, sieht man auch an den Noten her. Eine 0,0. Und er sieht so aus, als würden wir hier mit 2 zu 0 gewinnen. Das ist eine super Ausgangslage. Also wirklich. Es ist wirklich ein super Ergebnis und ein super Auftritt. Beides auf jeden Fall war es heute. Das war geil. Das war sehr, sehr geil von uns. Was Jadon heute gemacht hat. Heute hat er mal gezeigt, was er kann. Eventuell brauchen wir keinen neuen linken Mittelfeldspieler. Einfach ein bisschen länger warten mit Jadon. Ihn sich weiterentwickeln lassen und dann könnte das ja was werden. So, aber jetzt kommt direkt das nächste wichtige Spiel. Zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Wir haben jetzt noch 3 Spiele. Sind auf jeden Fall Tabellenführer, brauchen 7 Punkte aus den letzten 3 Partien. Also heute ein Sieg. Dann sehe es schon ganz gut aus. Und man muss ja gucken, was die Roten Bullen dann machen in ihrem Spiel. Leipzig gegen Real Madrid. Komm, RB. Vielleicht spielen wir gegen Leipzig im Finale der Champions League. Das wäre auch geil, oder? Na, die holen ein 0 zu 0, also sehr knapp. Aber ich denke mal, so sagt es mein Gefühl, dass wir im Finale gegen Real Madrid spielen werden. Mal gucken, ob ich da recht behalten werde. So, 2 Tage noch. Brünn Larsen jetzt auch wieder voll im Training. Aber wird wahrscheinlich noch nicht wirklich belastbar sein. Für 90 Minuten sowieso nicht. Mal gucken, wie fit er sein wird. Am Samstag, den 30. April 2022. Esposito kennt man natürlich. Tanguy Ndombele. Im zentralen Mittelfeld. Aber auf der Position haben wir genug Spieler. Vor allen Dingen auch der des zurückgezogenen Spielmachers. Oyarzabal. Auch ein geiler Spieler. Allerdings haben wir Aouar. Der auch noch sehr jung ist. Salah ist mir zu alt. Blas. Ne, sieht nicht so interessant aus. Raheem Sterling ist sehr geil natürlich. Aber bei dem Preis. Oh! Trotzdem nehme ich mal zur Kenntnis. Das ist natürlich schon eine Granate, ne? Und er könnte auch im linken Mittelfeld spielen. Aber nee. Ich glaube, das macht finanziell nicht unbedingt so viel Sinn, ihn zu kaufen. Auch wenn das. Also dann hätten wir wirklich eine Mannschaft. Wow, oder? Das wäre schon eine Granatenmannschaft. Zudem ist er auch 27, weiß nicht wann 28 wird, aber auf jeden Fall hätte er noch einige Jahre Zeit und würde seine Schnelligkeit noch nicht so schnell verlieren, denke ich mal. So, Spieltag gegen den VfB Stuttgart. Leipzig hat ja ein Spiel weniger, nicht vergessen. Nur die Nachholpartie, ich wenn ich es richtig gesehen habe, vor dem 34. Spieltag, also erst dann wird man eventuell wissen. Vielleicht werden wir dann in der Woche auf der Couch Meister. Kann sogar auch passieren. Aber erstmal, oh, wir haben 13 zu 1 gewonnen gegen Bergisch Gladbach. Die haben alle 28 Spiele bislang verloren. Und wir sind leider nur Tabellenvierter geworden, haben noch ein bisschen aufgeholt auf 2 Punkte. Schade, schade, schade. So, wir machen was heute. Auf jeden Fall Ashraf, der muss wieder Spielpraxis sammeln. Alfredo und Jerome spielt für Zagadou, würde ich mal sagen. Brünn Larsen mangelt natürlich extrem an Spielpraxis, aber die können wir ihm auch erstmal nicht geben. So, Camavinga für Sandro. Manjo für den Super Jadon und Almada für Hussein. So. Brand haben wir ja auch noch, aber der bleibt erstmal draußen. Immer noch eine sehr starke Mannschaft. Ich habe hier einige, die Spielpraxis brauchen. Und die werden wir auf jeden Fall brauchen in den nächsten 2 Wochen, die wir noch einfach haben. Also 2 Wochen der englischen Woche, ne?
Wenn man dann noch ein Champions League Finale kommt, dann ist es natürlich ein bisschen mehr als 2 Wochen. 3. Wobei, es sind. Ja, doch, es sind genau 2 Wochen. Kammerwinger direkt mit einer Gelegenheit. Die Leipziger spielen auch. Wir haben Heimspiel gegen TSG Hoffenheim, okay. Almada. Sucht Morelos. Bruno Guimarães mit einem guten Distanzschuss. Wurde am Ende noch recht gefährlich. Leo Sane auf der rechten Seite, heute wieder von Anfang an. Ashraf Hakimi, Morelos. Ui, das war schon eine gute Gelegenheit. Hätte ein bisschen mehr machen draus können, finde ich. Den Vorschlag, dass wir den Ball mit. Oh, sehr gut, Sahne. Direkt weiter auf Alfredo Morelos und macht ihn leider nicht rein. Leipzig führt gegen Hoffenheim durch Viktor Kovalenko. 1-0 nach 7 Minuten. Also, Leute, ihr wisst, wo der Hase hängt, oder? Sagt man das so? Gewinnt Akboguma auf Ongini. Der sieht Morelos, sieht Guimarães, der spielt auf Morelos. Der ist wieder am Ball, ist sehr weit zurück in der eigenen Mittelfeldreihe. Hakimi auf Manjo und wir köpfen daneben. Natürlich müssen wir heute gewinnen, also jetzt ein Punktverlust, beziehungsweise 2 Punktverluste bei einem Unentschieden wären unnötig. In unserer aktuellen Situation und Form. Guerrero auf Sahne. Schön, schön, schön. Manjo, den hat da nicht mehr. Pablo Mafia, passt auf. Komm, wir kriegen ihn eh zurück. Sehr gut. Nicht gut gespielt vom VfB. Ob wir den Ball verlieren, wir kriegen wir wieder. Guckt gleich, ihr werdet sehen. Wir kriegen den Ball wieder. Oder? Piazza. Auf Kelly Jui. Sehr gut. Onguene hat ihn. Und ab geht die Post nach vorne wieder. Morelos. Morelos. Alfredo Morelos. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Und spitzer Winkel. Trotzdem noch. Sehr gut gemacht. Manjo und 1-0. Oh, Thais Manjo. Vorlage Hakimi. Der ist wieder zu schnell in der Ashraf. Sehr, sehr schön. Das gefällt mir. Und direkt weiter geht's hier. Onguene. Der Schiri pfeift. Er gibt 11 Meter. Komm, der Ball war doch drin. Egal, komm. Dann machen wir ihn jetzt rein. Bei Leipzig Hoffenheim steht es um 2-1. Thiago Almada. Der Keeper ist in der Ecke, aber unser Argentinier macht Saisontor Nummer 1. Allgemein, oder das zweite Tor schon für uns in der Liga. Sehr schön. Perfekto. Obwohl wir eine so junge Mannschaft haben, auch noch so ein schöner Schuss von Leroy, spielen wir recht konzentriert, lassen wir nichts anbrennen. Auch obwohl wir zwischendurch Mittelvereine wie Barcelona, Atletico Madrid, Napoli spielen. Also man kann auf jeden Fall nicht behaupten, dass wir schwache Gegner hatten in den K.O.-Phasen. Trotzdem spielen die auch noch in der Liga konzentriert. Das finde ich schon. So. Gefällt mir super. Jetzt kommt Felix für Ashraf, damit er sich nicht zu sehr hier verausgabt. Und Julian Brandt auf der rechten Seite für Leroy Sane, der geschont werden soll fürs Rückspiel. So, jetzt kommt noch für Guimarães. Wer möchte hier noch rein? Ja, mal wieder Sandro.
Und wieder mal eine Partie, wo über eine Stunde gespielt ist, jetzt schon fast 70 Minuten, kein einziger Schuss des Gegners. Na schön, wir konnten heute Jaden schonen, Erling konnte wieder geschont werden. Leroy Sané nur eine Halbzeit. Brand schön auf Morelos. 3-0, Entscheidung. Wir machen unsere Hausaufgaben und... Oh, ich dachte, hier steht 2-2. Nee. 5 Punkte waren es ja auch schon davor. Aber ein Spieltag weniger zu spielen, also er sieht jetzt noch besser für uns aus. Und ich finde, wir wären der verdiente Meister. Wir haben nicht nur eine krasse Defensive, sondern auch offensiv. Wir sind noch deutlich besser als Leipzig. Spielen seit Monaten. Die ganze Rückserie schon. Super, haben wir das letzte Spiel verloren am 8. Spieltag. Wir haben jetzt den 32. Spieltag. Danach fast alles gewonnen. So gut wie. Und das ist doch ganz gut. Stimmt, das Spiel in Stuttgart war ja das, wo wir nicht so souverän aufgetreten sind, aber haben trotzdem noch einen Punkt geholt. Und der eine Punkt hilft uns jetzt natürlich auch. Und Guinea mit einer gelben Karte. Leipzig-Hoffenheim 2-2. Uiuiui, das heißt 7 Punkte Vorsprung. Leipzig kann noch 9 Punkte holen. Wir müssen nur noch die nächste Partie gewinnen und wir sind Meister. Okay, 3-2 Leipzig. Schade. Mann, oh. Das ging schnell. Hab mich schon gefreut. So schnell kann es gehen. Ändert nichts daran, wir brauchen jetzt nur noch 4 Punkte. Oh, Bredlo, der unfassbar. 4 Punkte aus 2 Spielen. Es wäre komisch, wenn wir es nicht schaffen, ne? Und Leipzig muss nur alle 3 Spiele gewinnen, denke ich mal. Sehr gut. Dann haben wir. Hat vorletzte Heimspiel gewinnen, damit 3-0 durch Manu Almada mitten im Elfmeter das erste Tor der Saison und Alfredo Morelos, der wieder mal geknipst hat. So, das war's dann von mir von heute. Morgen geht's dann weiter mit dem Rückspiel in Barcelona. Schaffen wir es im Finale und dann auch noch mit dem 33. Spieltag, wo es ja an sich sein kann, dass wir eventuell schon Meister sind. Je nachdem, ob wir gewinnen, Leipzig verliert, oh sorry. Mal gucken. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Natürlich vor allen Dingen auch vielen Dank an Sam, dass du mir 5 Euro gibst und mir das damit unterstützt. Vielen Dank. Wer auch daran interessiert ist, mich mit 2 oder 5 Euro zu unterstützen, kann dies gerne tun. Unten in der Videobeschreibung ist ein Direktlink oder halt einfach auf meiner Kanalseite auf Mitglied werden drücken. So, der VP hatte nur einen einzigen Schuss. Geil, oder? So, bis morgen, bis demnächst. Ciao!